Wir sind ja heute auf dem Marktplatz. Hier hat heute der Bus der Meinungsfreiheit geparkt, der sogenannte. Dahinter verstecken sich die sogenannten Bildungsplan-Gegner, die auch die Demos für alle, wie sie sie nennen, gemacht haben. Inhaltlich geht es hier darum, dass sich die Demonstranten gegen die gleichgeschlechtliche Ehe positionieren und auch dagegen, Homosexualität im Schulunterricht zu behandeln. Ein besonderes Thema ist natürlich die Sexualpädagogik. Dass es klar sein muss, dass Sexualpädagogik Elternrecht ist und dass es also der Staat eine neutrale Sexualpädagogik vorgibt. Es ist wichtig, dass es Aufklärung gibt, ohne Frage. Da gibt es überhaupt keine Diskussion darüber. Aber es muss eben, die Elternrechte müssen gewahrt werden. Und das ist leider mit den momentanen Bildungsplänen eher nicht der Fall. Da werden dann Sachen indoktriniert, die sehr ideologisch basiert sind. Die Gegendemonstranten, die wir hier sehen, kommen eher aus einem recht weiten linken Spektrum und haben mit Pfeifkonzerten die Veranstaltung quasi niedergebrüllt. Das heißt, man hat ja auch überhaupt nicht verstanden, was die Bildungsplangegner zu sagen haben. Warum muss man sich hier hinstellen und solche laute Sachen machen und so viel? Man könnte auch einfach hinkommen, sich das anhören, das Gespräch suchen, dann wäre es auch ein schöner Austausch. Aber so ist es überhaupt nicht möglich. So wird eigentlich nur das Recht auf freie Meinungsäußerung untergraben, was die Leute ja genauso für sich in Anspruch nehmen, und das ist eigentlich sehr schade. Wenige Meter weiter auf dem Karlsplatz ist eine Gegenveranstaltung, die ursprünglich nur als kleiner Gegenprotest geplant gewesen war. Hat sich aber gemausert zu einer Demo gegen die Vorgänge in Chemnitz. Da ging das Hitlergrüße in Deutschland im Jahr 2018 wieder gezeigt werden. Wir hatten hier ein breites Bündnis aus Zivilgesellschaft, aus Politik, Verbänden. Ich bin Beraterin für lesbische, bisexuelle und queere Frauen und Mädchen. Und zu diesem Thema wird einfach wahnsinnig viel Blödsinn erzählt. Es werden Lügen verbreitet, wir würden mit dem Dildo-Koffer in die Schule gehen. Und das ist einfach nicht wahr. Wir haben nicht vor, Schülerinnen und Schüler in Stuttgart schwul oder lesbisch oder sonst was zu machen. Wir reden über Lebens- und Liebensweisen und über Identität. Und es ist so wahnsinnig wichtig, dieses Thema auch in die Schulen zu bringen. Weil Fakt ist, dass queere Jugendliche eine 4- bis 7-mal so hohe Suizidalitätsrate haben, sage ich jetzt mal. Und da muss man was gegen tun. Gleichzeitig hat Fritz Kuhn dazu aufgerufen, gemeinsam weiterhin gegen rechte Umtriebe, die in diesem Land wieder stärker werden, vorzugehen und auch als Stuttgart Rassismus keinen Fußbreitplatz zu gewähren.